Dann rufe ich auf Tagesordnungspunkt 7, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion DIE LINKE für ein Hessisches Gesetz für soziale und ökologische Kriterien, Tariftreue und Mindestlohn bei Vergaben und zur Aufhebung des Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetzes 1961/66. Der Gesetzentwurf wird eingebracht von der Kollegin Janine Wissler. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich freue mich sehr, dass zu dieser Debatte Gewerkschafter auf der Tribüne zu Gast sind, die Regionalleitung der IG BAU. Ganz herzlich willkommen. Die Gewerkschaften fordern, Sie brauchen da gar nicht dazwischen zu rufen. Ich finde es immer schön, wenn wir Gesetzentwürfe auch diskutieren unter Anwesenheit der Beteiligten und der, die die Auswirkungen dann am Ende auch merken. Und die Gewerkschaften fordern ja schon lange ein Tariftreue- und Vergabegesetz. Denn das Vergabegesetz könnte ein mächtiges Werkzeug sein. Die öffentliche Hand ist der größte Auftraggeber der Privatwirtschaft, hat eine enorme Marktmacht, die genutzt werden sollte, um die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Mehr als 15% des Bruttoinlandsproduktes gehen auf öffentliche Aufträge zurück. Und wer in seinem Unternehmen ausbildet, fair einkauft, seine Mitarbeiter vernünftig und nach Tarif bezahlt, ökologisch nachhaltig arbeitet und es seriös einpreist, der wird derzeit von der gängigen Ausschreibungspraxis benachteiligt. Und genau das, meine Damen und Herren, wollen wir ändern. All das haben wir bereits 2014 diskutiert, als das Vergabegesetz unter der schwarz-grünen Koalition novelliert wurde. Wir haben damals schon kritisiert, dass dieses Gesetz so tut, als würde es soziale und ökologische Kriterien anlegen und Tariflöhne einfordern, aber ein absolut zahnloser Tiger ist, wie der DGB in der damaligen Anhörung schon feststellte. Denn soziale und ökologische Kriterien in Ausschreibungen zu fordern, ist freiwillig. Eine echte Tarifbindung gibt es nur im Bereich des ÖPNV. Und all das Wenige, das festgeschrieben wird, wird de facto überhaupt nicht kontrolliert, meine Damen und Herren. Sie haben damals gesagt, der Markt wird es schon selber kontrollieren, eine Kontrollbehörde wäre überdimensioniert. Das haben wir damals schon kritisiert. Nur mit Selbstverpflichtungen zu arbeiten, das ist absurd. Oder um den Kollegen Rosenbaum von der IG BAU zu zitieren, das ist, als würde man sagen, jeder Autofahrer muss eine Selbstverpflichtung unterschreiben. Ich halte mich an die StVO, und dann brauchen wir keine Kontrollen, weil sie sich ja schon daran halten werden. Nein, ein gutes Gesetz ist nur dann ein gutes Gesetz, wenn man die Einhaltung dann eben auch wirksam kontrolliert, meine Damen und Herren. Und da ist es doch überhaupt nicht überraschend, dass die Auswirkungen dieses Gesetzes kaum wahrnehmbar sind. Genauer könnten wir das sagen, wenn die Landesregierung ihr Gesetz evaluieren würde, wie sie es ja damals angekündigt hat, und auch mit Stichtag 1. März 2018 in das Gesetz geschrieben hat. Aber das wurde jetzt aus dem Sozialministerium abgeblasen, wie ich der Frankfurter Rundschau entnommen habe, und auf nach der Wahl verschoben. Offensichtlich erwartet die Landesregierung selbst nichts Gutes von der Wirkung ihres Gesetzes. Warum eigentlich das Sozialministerium, habe ich mich gefragt. Aber dazu kann der Wirtschaftsminister ja gleich Stellung nehmen. Das Gesetz ist weitgehend wirkungslos. Aber es führt weiterhin zu der Situation, dass Unternehmen in der Regel de facto um den niedrigsten Lohn konkurrieren. Am augenfälligsten ist die angespannte Situation der Beschäftigten auf den Baustellen. Schon die Debatte 2014 stand damals im Zeichen der Diskussion um die Wanderarbeiter im Frankfurter Europaviertel, und seitdem hat sich leider nichts zum Besseren verändert. Ein Extrembeispiel war die Baustelle der Nassauischen Heimstätte in Wiesbaden vor einigen Jahren. Ein rumänischer Sub-Sub-Sub-Unternehmer hat seine Beschäftigten um ihren Lohn geprellt. Sie hatten teilweise einen Stundenlohn von 1 Euro die Stunde oder teilweise gar keinen Lohn erhalten. Und immer wieder kommt es dazu, dass es eben solche besonderen Zustände gibt, gerade bei den Wanderarbeitern, wie zuletzt auch am Frankfurter Flughafen. Diese Menschen stehen am Ende langer Subunternehmerketten, wo mehrere Firmen am Auftrag verdienen und am Ende Menschen für Hungerlöhne arbeiten und um ihren Lohn geprellt werden. Und diese Entwicklungen führen auch dazu, dass Hessen zuletzt
mit Abstand den geringsten Durchschnittsstundenlohn in der Baubranche hatte, unter allen westdeutschen Bundesländern. Und das, meine Damen und Herren, obwohl der Immobilienmarkt boomt und die Lebenshaltungskosten hier besonders hoch sind. Offenbar hat man hier aber auch das Lohndrücken perfektioniert, und das muss abgestellt werden, meine Damen und Herren. Wir wollen endlich verbindliche Leitplanken setzen, um die Beschäftigten zu schützen, die im öffentlichen Auftrag arbeiten. Gleichzeitig wollen wir Druck auf den Markt ausüben, um auch für andere Beschäftigte, die nicht im öffentlichen Auftrag arbeiten, etwas verbessern zu können. Und deshalb haben wir ein besseres Vergabegesetz vorgeschlagen, das mehr ist als nur ein Vergabe- und Tariftreuegesetz. Und deshalb haben wir es auch so genannt, nämlich ein hessisches Gesetz für soziale und ökologische Kriterien, für Tariftreue und Mindestlohn bei Vergaben. Und darin wollen wir Verbesserungen für die Beschäftigten erreichen. Wir wollen die Subunternehmerketten kappen, maximal 3 beteiligte Firmen, und dann muss Schluss sein. Weil damit könnten die Zustände, wie die eben geschilderten, zumindest gebremst werden. Generell werden enge Anforderungen an Subunternehmer und einen fairen Umgang mit diesen gestellt. Und das Ganze wird ergänzt durch die Generalunternehmerhaftung, dass wenn nämlich einmal einen öffentlichen Auftrag erhält, dann ist er für seine ausgewählten Nachunternehmer eben auch verantwortlich. Weil wenn ein Generalunternehmer einfach die Aufträge weitergeben kann an Subunternehmen, am Ende aber nicht haftet und gar keine Verantwortung trägt, wenn die Mindeststandards unterlaufen, dann ist das natürlich einfach eine Lücke im Gesetz. Dann ist es die Einladung, ein Gesetz zu unterlaufen. Und deswegen brauchen wir die Generalunternehmerhaftung im Gesetz, meine Damen und Herren. Wir wollen bei Bauaufträgen die gleiche Regelung wie bei ÖPNV-Aufträgen. Die Unternehmen, die sich um einen Auftrag bewerben, müssen versichern, Tariflohn zu bezahlen, und zwar ohne Wenn und Aber. Und für Fälle, in denen das nicht greift, ziehen wir noch eine untere Haltelinie ein, nämlich einen Mindestlohn von 12 € bei öffentlichen Aufträgen. Diese 12 € sind das Minimum für ein so teures Pflaster wie das Rhein-Main-Gebiet, und sie liegen noch deutlich unter dem Betrag, den es braucht, um später von seiner Rente leben zu können. Es gibt ähnliche vergabespezifische Mindestlöhne, Landesmindestlöhne in Berlin, in Mecklenburg-Vorpommern, in Schleswig-Holstein. Deswegen finde ich, kann man einen solchen vergabespezifischen Mindestlohn auch in Hessen festlegen. Wir fordern weitere Selbstverpflichtungen der Unternehmen ein, die sich um öffentliche Aufträge bewerben, nämlich dass sie Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter gleich bezahlen, dass sie bei der Auftragsvergabe verpflichtet berücksichtigt wird, ob ein Unternehmen ausbildet, dass kleine und mittlere Unternehmen verstärkt berücksichtigt werden sollen. Wir wollen, dass soziale und ökologische Vorgaben endlich verpflichtet gefordert werden können. Und wir wollen, ganz wichtig, die ILO-Kernarbeitsnormen auch ins Vergabegesetz reinschreiben, meine Damen und Herren. Ich komme zum Schluss. Es nützt der öffentlichen Hand nichts, günstig einzukaufen, wenn wir volkswirtschaftlich auf enorme Folgekosten, ob durch Umweltzerstörung oder durch Lohndumping, sitzen bleiben. Und das alles klappt nicht mit Freiwilligkeit. Deswegen haben wir in unserem Gesetz eine starke Prüfbehörde vorgesehen, die aktiv kontrolliert und sanktioniert. Und wir hoffen, dass wir nach 5 verlorenen Jahren für eine faire Vergabe mit diesem Gesetzentwurf wieder einen Stein ins Rollen bringen können. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegin Wissler. Das Wort hat der Abg. Jürgen Lenders, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir haben jetzt von der Kollegin gelernt, es soll also nicht das bestehende Vergabegesetz evaluiert werden, es soll komplett ersetzt werden. Und dann mit den ganzen Vorstellungen, die Frau Wissler jetzt hier versucht hat zu skizzieren, meine Damen und Herren, wenn dieses Gesetz tatsächlich das Licht der Welt erblicken sollte, dann müsste man sagen, dann hat der Staatsdirigismus wirklich Einzug gehalten in diesem Land. Denn nichts anderes wäre es, Frau Wissler, wenn diese ganzen Maßnahmen ziehen sollten, würden Sie nicht mehr und nicht weniger als in die gesamte Firmenphilosophie bei einem Unternehmen eingreifen. Sie würden in die Unternehmenspolitik
Sie würden in die Politik des Unternehmens eingreifen, also in das, was man eigentlich als unternehmerische Verantwortung bezeichnen würde. Frau Wissler, das, was Sie zum Ziel haben, wird nicht zum Ziel führen, weil am Ende dieser, an dieser Situation wäre, dass die Unternehmen sich nicht mehr an Aufträgen der öffentlichen Hand beteiligen werden. Und das ist auch jetzt bereits in vielen Fällen der Fall. Zumindest nicht mehr kleine und mittelständische Unternehmen, die wären bei diesem Spiel komplett raus. Komplett raus. Und ich hätte es ja schön gefunden, Sie hätten sich einmal mit dem bestehenden Tarif- und Vergabegesetz auseinandergesetzt. Da hätten wir genug Aufgaben zu tun, z.B. wie kann denn tatsächlich das jetzt umgesetzt werden, was der Gesetzgeber ja reingeschrieben hat. Es ist nicht automatisch der Billigste derjenige, der den Auftrag auch hält. Das ist nicht angelegt. Das hat der Gesetzgeber nicht gewollt. Wir haben ein Stück weit ein Umsetzungsdefizit. Es liegt auch zum Teil daran, weil wir nicht mehr genügend Fachpersonal in den Behörden haben, die anständig die Aufträge prüfen können. Damit wären wir übrigens bei dem Teil, den wir heute Morgen schon einmal diskutiert haben. Und, meine Damen und Herren, es steht auch überhaupt nicht an, dass die Vergabe sozusagen frei von jenen Rechtsnormen wäre. Es sind viele europäische Vorschriften, bundeseinheitliche Vorschriften, Landesvorschriften, die ja schon eingehalten werden müssen. Da fühlen sich heute schon kleine und mittelständische Unternehmen komplett von der Bürokratie überfordert. Bürokratie hat vor allen Dingen bei der Vergabe wirklich schwer Einzug gehalten. Und, meine Damen und Herren, es sind heute schon viele kleine und mittelständische Unternehmen, die sich an der öffentlichen Ausschreibung nicht mehr beteiligen. Ich glaube, dass wir, wenn wir uns einmal mit den einzelnen Forderungen von Ihnen beschäftigen, dann müssten Sie sich eigentlich einmal selber hinterfragen. Oder zumindest die Gewerkschaften müssten Sie einmal hinterfragen. Einführung eines Landesmindestlohns. Ich meine, wir haben als FDP immer davor gewarnt, was passiert, wenn man solch einen gesetzlichen Mindestlohn einführt. Und Frau Wissler, vieles ist davon eingetreten. Es wird im Moment nur noch überschattet von einer guten Konjunkturlage. Aber dass der Wettbewerb über wie hoch soll denn der Mindestlohn sein, wird hier zum Ausdruck gebracht mit Ihren 12 €. Darf es dann immer noch ein bisschen mehr sein? Selbst wenn diese Landesregierung 12 € reinschreibt, werden Sie 13 € fordern. Meine Damen und Herren, wie hält es eigentlich die Linksfraktion mit der Tarifautonomie in diesem Land? Es interessiert Sie überhaupt nicht mehr, weil Sie eine andere Staatswirtschaft haben wollen. Sie wollen eine andere Wirtschaftsordnung. Es wäre ehrlich, das auch zu sagen. Meine Damen und Herren, Leiharbeit sofort mit gleichem Lohn entlohnen. Bei der Frage des Equal Pay war es unter CDU, FDP und Sozialdemokratie und selbst bei den GRÜNEN eher eine Frage über den Zeitraum, ab wann man den gleichen Lohn zahlt, aber nicht, dass man ihn von Anfang an zahlt. Insofern ist auch an diesem Punkt die Linkspartei komplett isoliert. ILO-Kernarbeitsnormen. Es ist schlichtweg nicht möglich, dass Sie einen Nachweis dazu bringen, dass Waren, die eingesetzt werden, komplett diesen ILO-Kernarbeitsnormen entsprechen. Sie können nicht nachweisen, dass bei dem Material, das ein mittelständischer Unternehmer nachweisen soll, dass das Baumaterial, was er verarbeitet, das Material, was er verarbeitet, was er aus dem Ausland bezieht, bei der ganzen Bezugskette nicht irgendwo dann irgendwann mal Kindereinbei drin steht, ist schlichtweg nicht möglich. Nicht möglich. Nicht möglich. Und dann, meine Damen und Herren, Frauenförderplan für einen Betrieb ab 21 Mitarbeiter. Ich kann nur sagen, Frau Wissler, Sie haben in einem Handwerksbetrieb wirklich nichts zu suchen, weil Sie keine Ahnung davon haben, wie es in so einem Betrieb aussieht. Können Sie mir einmal erklären, auf wen sich denn dieser Frauenförderplan beziehen soll? Bezieht sich das nur auf die gewerblichen Arbeitnehmer? Also soll derjenige den Vorzug erhalten, der möglichst viele Handwerkerinnen beschäftigt hat? Das ist doch an der Lebensrealität vorbei, Frau Wissler. Das sind doch die Handwerksunternehmen, die nehmen doch gerne jemanden, der als Frau einen Malerberuf oder als Elektrikerin arbeiten will. Diese Menschen, diese Frauen gibt es überhaupt nicht. Oder meinen Sie, Frau Wissler, alle, die in dem Betrieb drin sind, dann bleibt dieser Förderplan aber dann auch im Ansatz stecken. Sie müssen sich das einmal vorstellen, ein Betrieb mit 22 Mitarbeitern, wie er ein
Frauenförderplan, also mit Aufstiegsmöglichkeiten, wie er den überhaupt darstellen soll, bei einem Betrieb von 21 Mitarbeitern, wo der größte Teil wahrscheinlich im gewerblichen Bereich ist. Es ist schlicht unmöglich, was Sie hier fordern. Schlicht unmöglich. Meine Damen und Herren, Ausbildungsquote, 7% Ausbildungsquote. Also ich wünsche Ihnen angenehme Verrichtungen beim Elektroinstallationsbetrieb, der von 10 gewerblichen Mitarbeitern dann 7 Auszubildende hat, der kann eine Baustelle überhaupt gar nicht mehr darstellen. Sie sind vollkommen an der Lebensrealität vorbei. Vollkommen an der Lebensrealität vorbei. Und das Schönste dabei ist dann auch noch, das soll dann auch noch alles umfänglich kontrolliert werden. Von einer Wahnsinns-Mammutbehörde. Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, wie Sie sich das vorstellen. Ich glaube, dass das Instrument der Präqualifikation sich bisher sehr gut bewährt hat. Dem sollte man Rechnung tragen. Und ich will ausdrücklich auch für die Freien Demokraten sagen, das, was auf manchen hessischen Baustellen, öffentlichen Baustellen, passiert mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im gewerblichen Bereich, ist schlichtweg kriminell. Wenn es dort tatsächlich solche Verhältnisse gibt, müssen wir uns darüber unterhalten, wie können wir das, was im Moment im Tarif- und Vergabegesetz geregelt ist, Einhaltung von Tarifverträgen, wie kann man das besser kontrollieren, als das bis jetzt der Fall ist? Präqualifikation, habe ich Ihnen schon gesagt, könnte ein Instrument sein. Aber wir brauchen auch den Zugriff einer Behörde, einer unabhängigen Behörde. Der Zoll, der damit beauftragt ist, scheint überfordert zu sein. Wir wollen keine kriminellen Verhältnisse auf öffentlichen Baustellen des Landes Hessen. Herr Kollege, Sie müssen zum Ende kommen. Vielen Dank. Bin am Ende. Vielen Dank, Herr Kollege Lenders. Als nächste Rednerin spricht Frau Kollegin Kinkel von Bündnis 90 Die Grünen. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, Frau Präsidentin, wir haben ja jetzt beide Seiten gehört, die FDP mit extremen marktliberalen Ansichten und der Gesetzentwurf der Linken mit starken sozialistischen Ansätzen. Wir Grünen stehen dabei für eine Ausgewogenheit. Uns steht die Ausgewogenheit im Vordergrund. Sehr geehrte Damen und Herren, die öffentliche Hand hat eine wichtige Marktmacht. Sie ist bei der Beschaffung von Ausstattung, der Investitionen in Infrastruktur, den öffentlichen Aufträgen von Kommunen und auch übrigens deren Eigenbetrieben, was ja jetzt schon im HVTG festgelegt ist, oder bei der Vergabe von Dienstleistungen. Und deshalb muss sie ihre Marktmacht auch nutzen, um soziale, um ökologische Komponenten bei der Beschaffung zu berücksichtigen. Weil damit kann die öffentliche Hand Vorbild für Verbraucherinnen und Verbraucher sein, und die gebündelte Marktmacht kann auch Anreize für die Massenproduktion von umweltfreundlichen Produkten beispielsweise bieten. Aus diesem Grund haben wir im Jahr 2015 das Hessische Vergabe- und Tariftreuegesetz verabschiedet, in dem explizit festgeschrieben wird, bei öffentlichen Aufträgen, und jetzt zitiere ich aus § 2, grundsätzlich die Aspekte einer nachhaltigen Entwicklung in Bezug auf den Beschaffungsgegenstand und dessen Auswirkungen auf das ökologische, soziale und wirtschaftliche Gefüge zu berücksichtigen. Und bevor ich auf die einzelnen Punkte des Gesetzentwurfs der LINKEN eingehe, möchte ich noch einmal allgemein etwas zur Bauwirtschaft sagen, die ja im Mittelpunkt der Diskussion um die Tariftreue steht. Wir haben gestern in der Fragestunde gehört, wie hoch der Preisdruck in der Bauwirtschaft ist. Bei Sanierung von Landesstraßen muss mit Preissteigerungen von bis zu 24% gerechnet werden. Das liegt sicherlich nicht nur an den immer knapper werdenden Ressourcen, dazu gehört beispielsweise auch der wichtige Baustoff Sand, sondern vor allem auch an der guten Konjunktur und den steigenden öffentlichen Ausgaben im Baubereich und damit der hohen Nachfrage nach Baudienstleistungen. Die Auftraggeber können also ganz andere Preise verlangen, sich mit utopischen Preisen auf Ausschreibungen bewerben und am Ende noch nicht einmal mehr die Aufträge annehmen.
Und, sehr geehrte Damen und Herren, diese gute Situation bei den Auftraggebern muss dann auch über die Reallöhne bei den Beschäftigten ankommen. Wir verleugnen nicht, dass auf Baustellen teilweise schlimme Zustände herrschen. Wenn Beschäftigten keinen Lohn ausgezahlt bekommen, wenn Wanderarbeiter ausgenutzt und aufgrund geringerer Sprach- oder Rechtskenntnisse um ihr Recht betrogen werden und sich nicht zu wehren wissen, dann muss die Politik, dann muss der Staat handeln. Und ich sage ganz deutlich, wenn rechtswidrige Zustände auf Baustellen herrschen, wenn kein Lohn gezahlt wird oder die Beschäftigten unter dem Mindestlohn bezahlt werden, dann ist das Aufgabe des Zolls, dort zu prüfen und gegen die Verstöße vorzugehen, auch mit rechtlichen Konsequenzen gegenüber den Arbeitgebern. Und jetzt schaue ich einmal in die Richtung der SPD-Fraktion, denn die Ausstattung des Zolls ist eine Bundesaufgabe und die Stellenabbau bei der Bundeszollverwaltung und bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit ist definitiv nicht hilfreich. Um die Situation der Wanderarbeiter zu verbessern, unterstützen wir in Hessen die Beratungsstelle Faire Mobilität des DGB, damit dort Ansprechpartner für die Arbeitskräfte aus dem Ausland auch in der eigenen Landessprache beraten und unterstützen können. Ich will näher eingehen auf die von den LINKEN geforderte Landesbehörde zur Überprüfung. Das HVTG hat rechtliche Grundlagen geschaffen, dass Einblick in Abrechnungen und Geschäftsunterlagen gegeben werden muss, wenn Sie eben einen Anlass dafür sehen. Das Problem ist schlichtweg, die Auftraggeber müssen diesen Spielraum auch nutzen. Und im Übrigen gibt es bereits Nachprüfstellen für die VOB in Hessen. Wir haben die Nachprüfstelle bei der Landesstraßenbaubehörde für die Vergabe von Hessenmobil. Wir haben bei der Oberfinanzdirektion in Frankfurt für die Hochbaumaßnahmen des Landes eine und jeweils für die Kommunen in den drei Regierungspräsidien. Das heißt, es gibt durch das HVTG in den § 4, 6 und 9 unter anderem Regelungen dazu, wie kontrolliert wird und dass die öffentlichen Auftraggeber auch dazu da sind, diese Bestimmungen zu kontrollieren. Und Unternehmen, und das ist die Konsequenz daraus, Unternehmen, die dagegen verstoßen, riskieren, aus der öffentlichen Auftragsvergabe herauszufliegen. Unser Ansatz ist, dass wir die Kommunen, den Kommunen freistellen durch das HVDG, ob sie die Kriterien nutzen und wie sie angewendet werden. Weil welche Kriterien genutzt werden und wie sie gewichtet werden, können am besten vor Ort und am besten auch individuell nach der jeweiligen Ausschreibung entschieden werden. Ein weiterer Punkt ist, dass das HVTG bewusst an das Mindestlohngesetz des Bundes gekoppelt ist. Einen neuen Mindestlohn, der dann nur im Rahmen des öffentlichen Auftrages in Hessen, nicht aber bei privaten Aufträgen gilt, würde dazu führen, dass sich überhaupt keine Unternehmen mehr auf öffentliche Aufträge bewerben würden, vor allem nicht bei der jetzigen Konjunktur und Marktlage. Und dann weiß ich, wer als erstes wieder danach schreit, dass es einen Investitionsstau in Hessen gibt. Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben mit dem bestehenden HVTG eine gesetzliche Grundlage geschaffen, dass die Tariftreue, der Ausgleich zwischen ökonomischen, ökologischen und sozialen Belangen eine bessere Gewichtung erfahren und das ist auch wichtig bei der Ausgewogenheit, dass vor allem auch kleine und mittlere Unternehmen und Handwerksbetrieben nicht der Zugang zu öffentlichen Ausschreibungen versperrt wird. Diese Ausgewogenheit ist wichtig. Die kommt mir bei Ihrem Gesetzentwurf deutlich zu kurz. Und dann, sehr geehrte Damen und Herren, schauen wir einmal, was bei der Evaluierung hinsichtlich der Wirksamkeit der Tariftreueregelung herauskommt, was wir explizit im Gesetz verankert haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Kinkel. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Barth von der SPD-Fraktion. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auch die SPD-Fraktion ist nicht zufrieden. Frau Präsidentin, danke, Herr Bellino. Entschuldigung. Auch die SPD-Fraktion ist nicht zufrieden mit dem aktuellen hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetz. Janine Wissler hat eben schon den DGB zitiert aus der Anhörung im Jahr 2013. Es ist ein zahnloser Tiger. Frau Kinkel, Sie haben eben angesprochen, es gäbe doch Nachprüfungsstellen für das HVTG.
Es gibt, und Sie können das in unserer Kleinen Anfrage aus dem Januar 2016 nachlesen, nicht einmal eine Handvoll Menschen für ganz Hessen, die sich verteilt auf die drei Regierungspräsidien Hessen Mobil und die OFD um Vergabeverstöße kümmern. Es sind genau 3,2 Stellen, wenn Sie es zusammenrechnen. Und diese Stellen werden auch nur bei Beschwerden tätig, nach wie vor keine Stichprobenkontrollen. Über die Arbeit etwas Genaues zu erfahren, ist schwierig. Zitat aus der Antwort auf unsere Kleine Anfrage, Drucksache 19-2529 aus dem Dezember 2015. Weder bei den VOB-Stellen noch bei den Vergabekammern werden die Auftragswerte statistisch erfasst. Daher können nur die Fallzahlen genannt werden. Dies übrigens auch nur bei zwei der drei Regierungspräsidien, da der Bearbeiter des RP Kassel zu diesem Zeitpunkt langfristig erkrankt gewesen sei, werde die Vertretung vom RP Gießen übernommen. Eine Auswertung, Zitat, ist daher für den oben genannten Zeitraum, wir sprechen über die Jahre 2012 bis 2015, nicht möglich. Und weiter, für Hessen Mobil konnten keine Fallzahlen genannt werden, da keine Statistik über die Anzahl der Nachprüfung geführt werden. Auf unsere Frage, in wie vielen Fällen es in den letzten drei Jahren zu Beanstandungen kam, konnten ebenfalls keine Zahlen genannt werden, weil keine Statistik geführt wird. In diesem Stil geht es dann noch weiter. Ich erspare Ihnen das. So sieht die Kontrolle aus, die Sie veranlassen. Meine Damen und Herren, das ist doch ein Witz. Wir haben noch zwei weitere Anfragen gestellt, und zwar zu den Verkehrsdienstleistungen. Bei wie vielen Betreiberwechseln auf Verlangen des Auftraggebers, also des Bestellers, die neuen Betreiber, die Mitarbeiter des Alten mit ihren Ansprüchen und der Betriebszugehörigkeit aus ihren bisherigen Arbeitsverhältnissen übernommen haben. Die Antwort war zunächst etwas dünn. Immerhin erfuhren wir, dass es 28 Ausschreibungen seit Inkrafttreten des neuen Gesetzes gegeben hat. Die Antwort auf Detailfragen, wie oft z.B. Sozialkriterien Teil der Ausschreibung waren, also Ihre so oft gelobten Kann-Bestimmungen, lautete vielversprechend teilweise. Nachgehakt dann in einer zweiten Anfrage erfuhren wir, hören Sie gut zu, dass bei keiner Ausschreibung ein vollständiger Personalübergang angeordnet wurde. In Rheinland-Pfalz steht das übrigens verpflichtend in dem Vergabegesetz. Das ficht Sie aber wenig an. Sie schreiben, es sei strittig, ob das überhaupt rechtlich zulässig sei. In der privaten Wirtschaft, meine Damen und Herren, ist das bei einem Betriebsübergang im Übrigen völlig normal. Ich weiß nicht, woher Sie Ihre Weisheit nehmen. Und nur bei zwei der 28 Ausschreibungen war das teilweise der ersten Antwort, waren Sozialstandards Teil der Ausschreibung. So nutzen Sie, liebe Grüne, die Marktmacht mit Ihrem ausgewogenen Gesetz, die Sie vorhin beschrieben haben, in zwei von 28 Ausschreibungen. Jetzt frage ich mich natürlich, Herr Minister Grüttner, ich weiß gar nicht, ob er da ist, weshalb haben Sie gestern in der Frankfurter Rundschau durch Ihre Sprecherin mitteilen lassen, dass wir erst in einem halben Jahr Ihre Auswertung für die Verkehrsdienstleistung erhalten sollen. Viele Stellen und Tarifpartner müssten befragt werden, behaupten Sie. Es gab doch lediglich 28 Ausschreibungen, und die Ergebnisse müssten Sie doch nur ausformulieren. Ich verrate Ihnen, warum. Es wird nämlich herauskommen, dass das Gesetz nicht nur beim Nahverkehr völlig unzureichend ist, ob im Baubereich oder bei Dienstleistungen in allen anderen Bereichen. Und deshalb, nur deshalb wollen Sie die Evaluation verzögern. Nein, meine Damen und Herren, so einfach geht das nicht. Wir erwarten, dass Sie jetzt zeitnah eine Überprüfung vorlegen, jetzt und nicht erst nach der Wahl. Und dann werden wir anhand von Fakten sauber mit Ihnen ringen, was an dem Gesetz verändert werden muss, damit es endlich wirkt. Nämlich, dass endlich wirkungsvolle Kontrollen durchgeführt werden, dass diese unsäglichen Subunternehmerketten beendet werden, dass der Hauptunternehmer haftet, dass Verstöße mit empfindlichen Strafen belegt werden und dass Firmen, die Verstöße begangen haben, sanktioniert werden, damit endlich die Missstände bei öffentlichen Aufträgen wirkungsvoll bekämpft werden.
und es hat auch Auswirkungen. Aus dem Baubereich wissen wir, dass im Jahr 2017 der Baudurchschnittslohn der westlichen Bundesländer 16,68 € betrug. Und Hessen? Wir lagen mit 15,77 € auf dem letzten Platz in diesem Ranking. Letzter Platz, meine Damen und Herren. Und das ist ein Indikator, dass Tariftreue in Hessen nicht wirkt. Herr Lenders, Sie haben vorhin gesagt, es sei nicht geltende Praxis, dass automatisch der Billigste genommen werde. Das haben Sie vorhin gesagt. Das ist aber die gültige Praxis. Und deshalb, nur deshalb ist der Mittelstand momentan komplett raus, obwohl Hessen ja übrigens auch ansonsten kein Niedriglohnland ist. Bremen und Hamburg, dort gibt es fortschrittliche Vergabegesetze, liegen hingegen auf Platz 1 und 2 in diesem Ranking. Sie sagen, das hat nichts damit zu tun, wahrscheinlich. Das sage ich jetzt an die Regierungsfraktion, aber das hat es doch. Legen Sie Ihren Evaluierungsbericht vor, damit wir eine Basis für eine fundierte Diskussion haben. An die Adresse der LINKEN sage ich mit Ihrem Vorstoß, Ihren bisherigen Gesetzentwurf ein drittes Mal einzubringen, neue Überschrift und Präambel, jetzt ein halbes Jahr vor der Wahl und ohne die zuvor erfolgte Überprüfung haben wir leider keinerlei Basis für Änderung. Aber ich sage auch, immerhin haben Sie die Diskussion wieder aufgemacht. Der SPD ist dieses Thema aber zu wichtig für populistische Rundumschläge. Und an die Adresse von CDU und Grünen sage ich, für die SPD werden die schmutzigen Bedingungen und Dumpinglöhne, die Sie mit Ihrem löchrigen und schlechten Gesetz zulassen, ein zentrales Thema in den nächsten Monaten und auch in der anstehenden Wahlkampfauseinandersetzung sein. Schaffen Sie endlich Ordnung, wenn Land, Kreise und Kommunen Aufträge an die Wirtschaft vergeben. Sorgen Sie für ordentliche Löhne und Arbeitsbedingungen. Kommen Sie bitte zum Ende, Frau Kollegin. Letzter Satz. Aber zunächst muss die Regierung den Prüfbericht vorlegen, und zwar noch vor der Sommerpause. Vielen Dank. Danke, Frau Kollegin Barth. Als nächster Redner spricht nun Kollege Kasseckert von der CDU-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Gesetzentwurf der LINKEN, meine sehr geehrten Damen und Herren, wird nicht mehr Arbeit schaffen, nicht mehr Arbeitsplätze schaffen, sondern weniger. Er wird für die kleinen und mittleren Unternehmen eine Erschwernis darstellen mit mehr Bürokratie, mehr Gängelei. Und es wird auf keinen Fall zu mehr Wachstum führen. Ganz im Gegenteil, es wird zu weniger Beteiligung von kleinen und mittleren Unternehmen an öffentlichen Ausschreibungen führen. Und deshalb lehnen wir diesen Vorstoß der LINKEN Fraktion hier ganz entschieden ab. Wenn wir über das Vergaberecht reden, dann aus unserer Sicht müssen wir über Vereinfachungen reden. Wir müssen über weniger Bürokratie reden, aber nicht über mehr staatliche Eingriffe, so wie es hier vorgesehen ist, und schon gar nicht über mehr Gängelei. Der hessische Mittelstand, und der ist geprägt von kleinen und mittleren großen Unternehmen, der nicht nur regional, lokal, sondern auch deutschlandweit, europaweit, weltweit tätig ist, er ist das Fundament unserer Wirtschaftskraft. Er ist das Fundament des Wachstums, des Wohlstandes, das wir in Hessen zu verzeichnen haben. Und deshalb, glaube ich, ist es Aufgabe der Politik, hier Leitplanken zu schaffen, dass weiterhin Wachstum möglich ist, dass weiterhin wirtschaftliches Arbeiten für diese Unternehmen geschaffen und ermöglicht wird, aber weniger mit staatlichen Eingriffen konfrontiert, ihnen das Leben tagtäglich erschwert wird. Und deshalb sagen wir sehr deutlich, dass wir weitere Kriterien wie eine Anhänge oder einen Tariflohn Festschreibung auf 12 € für völlig utopisch halten, dass wir weitere Kriterien, die sogenannten Vergabekriterien, ablehnen, weil sie teilweise auch von den Unternehmen gar nicht geschaffen oder bzw. erledigt werden können. Ich denke an das Thema Ausbildung. Darüber haben wir schon viel gestritten. Aber wie viele Handwerksunternehmen, wie viele mittelständische Unternehmen würden gerne ausbilden, finden aber niemanden?
Das heißt, Sie müssten in einem Ausschreibungsverfahren dann darlegen und nachweisen, dass es ein Kriterium überhaupt nicht zu erfüllen ist. Das ist weltfremd, das ist wirklichkeitsfremd, und deshalb hat es in der Ausschreibung nichts zu suchen. Richtig ist, dass wir, genauso wie die übrigen Fraktionen es hier dargestellt haben, kriminelle Machenschaften absolut entschieden ablehnen. Dagegen muss der Staat vorgehen. Dafür gibt es auch entsprechende Stellen, deren Aufgabe das ist. Aber es ist eben nicht die Aufgabe des Vergabegesetzes. Und deshalb hat es an dieser Stelle hier im Vergabegesetz nichts zu tun. Wir haben mit dem heutigen Vergabegesetz eine Grundlage, das Transparenz schafft, das die Ausschreibungsmöglichkeiten für kleine und mittelständische Unternehmen, auch über die HAD beispielsweise, sehr transparent darstellt. Und trotzdem haben wir auf der anderen Seite hohe Schwellenwerte, das anders als in anderen Bundesländern dem hessischen Mittelstand auf jeden Fall zugutekommt. Wir müssen trotzdem hinhören, und wir haben die Gespräche mit Handwerkskammer und anderen mittelständischen Unternehmen natürlich auch geführt und darüber die Klagen erfahren, dass derzeit die Bürokratie im Aufwand einer Beteiligung für öffentliche Ausschreibungen sehr hoch ist. Da muss man hinschauen, was genau der Punkt ist. Und deshalb ist eine Evaluierung, die jetzt ansteht. Sie steht zwar jetzt alleine für den Bereich der Tarifregelungen an, aber im neuen Landtag, in der neuen Legislaturperiode, kann man sich sicher dem Thema des Vergaberechts neu widmen. Und da sind wir offen, immer mit dem Ziel, weniger Bürokratie, Vereinfachung des Vergaberechts, weil nur das schafft Arbeitsplätze, nur das schafft wirtschaftliches Wachstum. Und nur allein diesem Ziel muss am Ende das hessische Ausschreibungsgesetz unterworfen sein. Weniger Staat, nicht mehr, ist die Losung. Und in dem Zusammenhang, weil wir vorhin die kleineren Betriebe angesprochen haben, weniger staatliche Eingriffe statt mehr. Sie wollen, Herr Schaus, Sie wollen stärkere Kontrollen, Sie wollen stärkere Einflussnahmen auf die Unternehmen. Das lehnen wir entschieden ab. Und Sie haben, Herr Schaus, jetzt beruhigen Sie sich doch. Sie haben für das System, das Sie vertreten, die besten Beispiele, wie es scheitern kann. Wir haben für das System, das wir vertreten, ausreichend Beispiele, wie man erfolgreich wirtschaften kann. Und es zeigt Hessen mit den absolut guten Zahlen. Ich komme zum Ende. Wie gesagt, wir wollen auch eine Evaluierung nicht nur der Tariffragen, auch des übrigen Gesetzes auch in den Blick nehmen. Damit werden wir uns beschäftigen. Wir wollen Investitionsmöglichkeit der Kommunen erhalten. Wir wollen Transparenz. Wir wollen weniger Bürokratie. Wir wollen den Mittelstand stärken. Das schafft Wachstum. Das schafft Wettbewerbsfähigkeit. Das schafft Arbeitsplätze und nicht mehr Kontrolle. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kasseckert. Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Al-Wazir. Bitte schön, Herr Minister, Sie haben das Wort. Danke sehr, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich habe noch gar nichts gesagt, und Janine Wissler will schon auf mich antworten. Also, ja, es dauert noch ein bisschen mit dem Mittagessen. Ja, das hättest du jetzt nicht sagen sollen, weil das ist eigentlich von der Geschäftsordnung her nicht vorgesehen. Aber noch einmal, Frau Präsidentin, sie hat gesagt, sie will auf Herrn Kasseckert antworten. Aber okay. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, es geht heute um zwei Punkte. Erstens um den Gesetzentwurf der Linksfraktion und zweitens um die Bewertung des HVTG. Ich will zum Gesetzentwurf der Linksfraktion, damit will ich beginnen. Ich halte das, was Sie hier vorgelegt haben, aus verschiedenen Gründen nicht für sinnvoll. Der erste Punkt ist, Sie wollen ja das ganze HVTG aufheben. Und das ist aus meiner Sicht, man könnte jetzt auch mal sagen, ambitioniert. Man könnte aber auch sagen, aus verschiedenen Gründen nicht sinnvoll, weil sich das HVTG aus meiner Sicht im Grundsatz bewährt hat. Es hat wesentliche Verbesserungen sowohl für Bieter als auch für öffentliche Auftraggeber gebracht, aber nicht nur für die. Das HVTG verpflichtet Unternehmen, einschlägige tarifvertragliche Leistungen zu gewähren, mindestens aber in jedem Fall den Mindestlohn nach dem Mindestlohngesetz des Bundes zu zahlen, darüber hinaus die Vergabestellen des Landes nachhaltige Kriterien bei den Auftragsvergaben zu beachten. Kommunen können diese Kriterien zugrunde legen, also soziale, ökologische, umweltbezogene und innovative Anforderungen.
In der Praxis werden bei den Vergabeverfahren insbesondere innovativ orientierte Produkte und Dienstleistungen sowie fair gehandelte und ökologisch nachhaltige Produkte nachgefragt. Daneben spielt auch die besondere Berücksichtigung von Menschen mit Behinderungen eine Rolle. Ihr Gesetzentwurf, liebe Kolleginnen und Kollegen der Linksfraktion, weist ein paar Schwachpunkte auf, um es einmal ganz vorsichtig auszudrücken, von denen ich nur einige exemplarisch nennen will. Das Erste ist, Sie wollen etwas regeln, wofür Hessen in weiten Teilen gar nicht die Gesetzgebungskompetenz hat. Das komplette Gesetz soll für alle Aufträge ab 500 € gelten. Für alle steht bei Ihnen drin. Die Gesetzgebungskompetenz für Auftragsvergaben oberhalb der EU-Schwellenwerte liegt beim Bund. Das ist für Warenlieferungen und Dienstleistungen 221.000 €, für Bauleistungen 5,548 Millionen € Nettoauftragswert. Und der Bund hat umfassend von seiner Gesetzgebungskompetenz Gebrauch gemacht. Das Zweite ist, liebe Kollegin Liz Wissler, die in Hessen bestehenden Wert- und Freigrenzen für die Durchführung von freihändigen Vergaben bis 100.000 €, beschränkte Ausschreibung bis 1 Million € für Bauleistungen bis 207.000 € für Lieferungen und Leistungen haben sich aus meiner Sicht bewährt. Das sehen die Vergabestellen des Landes so, das sehen die Vergabestellen der Kommunen so, und das sehen auch die Unternehmen so. Das Dritte ist, ja, warten Sie doch einmal ab, im Baubereich gilt sowieso etwas ganz anderes, Stichwort Entsendebereich und Allgemeinverbindlichkeit. Wir reden über das ganze Vergabegesetz, Herr Schaus. Das haben Sie vielleicht nicht verstanden bei dem Gesetzentwurf, den Sie eingebracht haben. Der nächste Punkt ist die Frage, Stichwort Mindestlohn. Sie fordern so etwas wie einen eigenen Landesmindestlohn in Höhe von 12 €, der dann aber nur für die öffentlichen Vergaben gelten soll. Ich will an dieser Stelle sagen, Vergabeverfahren machen nicht an den Grenzen Hessens Halt. Wir haben ja, in Hessen sind wir ja umzingelt von Deutschen ohne Zugang zum Meer. Wir haben in vielen Bereichen eben auch aus Nachbarländern, aus Nachbarbundesländern Unternehmen, die sich beteiligen mit allem, was dazugehört. Ich glaube an dieser Stelle, ein hessischer Mindestlohn, der dann sozusagen nur bei öffentlichen Auftragsvergaben gilt, würde im Bundesgebiet zu einem Flickenteppich von vergaberechtlichen Forderungen und Regelungen beitragen. Und ich fürchte, dass in der Konsequenz dazu wegen einer dann ziemlich unklaren Rechtslage viele Bieter nicht mehr bereit wären, an öffentlichen hessischen Auftragsvergaben teilzunehmen. Ob das sinnvoll wäre, das kann sich jeder einmal selbst überlegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bin mir sicher übrigens, dass das richtiger ist, was wir gemacht haben, indem wir uns nämlich auf das Bundesmindestlohngesetz bezogen haben. Und Sie wissen ja, dass die Kommission, in der ja Wirtschaft, Politik, Gewerkschaften vertreten sind, in diesen Fragen munter diskutiert. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass angesichts der Realentwicklungen insgesamt auch irgendwann der nächste Schritt der Anhebung des Mindestlohns bevorsteht. Und das, Herr Lenders, das muss ich schon einmal sagen, all das, was vorher so gesagt worden ist, was da angeblich alles zusammenbricht, hat sich ja in der Realität nicht bewahrheitet. Das gehört zur Wahrheit dann schon dazu. So, dann die Frage, sozusagen, letzter Punkt zu Ihrem Gesetzentwurf. Da stehen auch so ein paar Sachen drin. Das muss man sich dann einmal überlegen, wie das in der Wirklichkeit umgesetzt würde. Wenn Sie z.B. schreiben, man solle bei der Bewertung der Wirtschaftlichkeit der Angebote die volkswirtschaftlichen Kosteneinsparungen bewerten. Also, das gilt ein Gesetz, das gilt auch für 423 Städte und Gemeinden in Hessen. Ich stelle mir einen Mitarbeiter in einer kleinen Gemeindeverwaltung vor, der dann die volkswirtschaftliche Kosteneinsparung anwenden soll bei der Frage, welcher einen Zuschlag bekommt, denken Sie das einmal bitte in der Realität. Also so, meine sehr verehrten Damen und Herren, funktioniert es nicht. Und dann die Frage der Prüfbehörde. Ich will Ihnen an dieser Stelle sagen, ja, wir haben da lange drüber gestritten. Wir haben uns für den Weg des subjektiven Rechtsschutzes entschieden. Das bedeutet, die Nachprüfungsstellen werden dann tätig, wenn ein Bieter das beantragt, wenn also dieser eine Rechtsschutzverletzung durch den Auftraggeber geltend macht. Da kann man drüber reden. Das werden wir auch drüber reden. Wir haben ja unter anderem auch deshalb die Bewertung vorgesehen. Und deswegen, Frau Kollegin Barth, jetzt, manchmal ist es ja so, ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung.
Also in § 21 steht drin, da ist übrigens auch erklärt, wer was zu überprüfen hat, da sind auch die unterschiedlichen Ministerien aufgeführt, dass die Auswirkungen der Tariftreueregelung nach § 4 nach einem Erfahrungszeitraum von 3 Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes durch die Landesregierung überprüft werden. Das Gesetz ist in Kraft getreten am 1. März 2015. Damit sind die 3 Jahre seit dem 1. März sozusagen, also seit 3 Wochen um. Zur Wahrheit gehört dazu, der ÖPNV-Teil ist in Kraft getreten im September 2015. Dann sind die 3 Jahre sozusagen in diesem Bereich erst dann um. Und dann beginnen wir nach diesem Erfahrungszeitraum mit der Auswertung der Erfahrung. Was ist denn, wie könnte man zu einer Bewertung kommen, wenn man sozusagen vor Ablauf des Erfahrungszeitraums schon weiß, wie die Erfahrungen sind? Das ist denklogisch unmöglich, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich muss Sie an die Redezeit erinnern. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Und wenn man dann, Moment, und wenn man dann sieht, sozusagen übrigens der nächste Absatz, wer ist für was zuständig, da steht dann drin, dass für das Tarifwesen zuständige Ministerium, dann wird erwähnt, dass für das öffentliche Auftragswesen zuständige Ministerium, und dann wird erwähnt, dass für den öffentlichen Personennahverkehr zuständige Ministerium, für das Tarifwesen zuständig ist das Sozialministerium, sonst niemand, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also insofern, das wird ausgewertet, ganz klar. Aber der Erfahrungszeitraum, sozusagen, das Ergebnis kann denklogisch noch nicht da sein, wenn sozusagen die 3 Jahre gerade erst um sind, meine sehr verehrten Damen und Herren. So, und jetzt zu den Punkten. Letzter Punkt, über die vor allem ja öffentlich berichtet wurde. Sie merken, das hat alles sozusagen mit vielem zu tun. Ich will an dieser Stelle nur so viel sagen. Der öffentliche Sektor ist für vieles verantwortlich, aber er ist nicht der Hauptauftraggeber im Baubereich, über den vor allem berichtet wird. Er ist ein Auftraggeber, er ist kein unwichtiger Auftraggeber, aber er ist nicht der Hauptauftraggeber, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das heißt, für die Gesamtsituation auf dem Bau ist nicht die öffentliche Hand sozusagen alleine verantwortlich, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die weit überwiegende Anzahl der Baumaßnahmen wird nicht vom Land oder von den Kommunen in Auftrag gegeben, sondern von Privaten, egal ob es um Wohnungen oder noch viel mehr um Gewerbebauten geht. Was muss man also tun? Man muss dafür sorgen, dass die geltenden Regeln angewandt werden, und zwar nicht nur im öffentlichen Bereich, sondern insgesamt, meine sehr verehrten Damen und Herren. 2016 hat die Soka Bau auch einmal Mindestlöhne veröffentlicht, Durchschnittslöhne veröffentlicht und kam auch da zu dem Punkt, dass es in Hessen sozusagen unterdurchschnittlich sei. Ich habe daraufhin den Bundesfinanzminister angeschrieben und die Frage gestellt, wie es denn um die Kontrollen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit, also des Zoll, auf hessischen Baustellen im Vergleich zu anderen Bundesländern bestellt ist. Die Antwort kam, dass die Kontrollen im Durchschnitt liegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich kann Ihnen an dieser Stelle nur sagen, ich bin sehr dafür, dass wir an dieser Stelle mehr kontrollieren. Das hat aber nichts mit einer Prüfbehörde alleine für den öffentlichen Bereich zu tun. Das hat etwas damit zu tun, dass wir auf den Baustellen durch den Zoll dafür sorgen, dass die geltenden Regeln, egal ob im öffentlichen oder privaten Bereich und egal in welchem Bundesland, angewandt werden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Angewandt werden. Und ich bin gespannt, übrigens, kurzer Blick in Richtung SPD. Seit letzten Mittwoch ist Olaf Scholz dafür zuständig. Die erste Amtshandlung war, glaube ich, unbesetzte Stellen beim Zoll in Richtung Ministerium umzuschichten. Das ist jetzt nicht das, was ich mir vorgestellt habe, aber das wird sicherlich dann mit dem Bundeshaushalt korrigiert. Ich bin sehr dafür, dass es mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Zolls gibt, die genau dafür sorgen, dass die Regeln eingehalten werden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zweiter Punkt, ich weiß, ich bin über die Redezeit, der mir noch wichtig ist zu sagen. Es geht an dieser Stelle bei aller Wichtigkeit dessen, was im staatlichen Bereich passiert, vor allem darum, dass wir Regeln setzen, dass die Regeln von staatlicher Seite aus umgesetzt werden, dass wir aber vor allem auch dafür sorgen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Lage versetzt werden,
dafür zu sorgen, dass, wenn ihnen etwas Schlechtes geschieht, diese Rechte auch wahrzunehmen. Deswegen ist der Baubereich ja mit einer der ersten gewesen, in der es eine Allgemeinverbindlichkeitserklärung gab, weil da sozusagen die Konkurrenz immer schon am größten war und weil da am Ende die Macht der Gewerkschaften gerade im Sinne europäischer Entsendungen sozusagen beschränkt war. Ich will an dieser Stelle, das ist einer der Gründe, ich habe damals mit Kollegin Buntenbach über die Frage diskutiert, was wir dafür tun können, damit gerade die ausländischen Arbeitnehmer, die sozusagen weder der deutschen Sprache mächtig sind, noch sich im deutschen Rechtssystem auskennen, damit die auch in die Lage versetzt werden, ihre Rechte wahrzunehmen. Und wenn Sie einmal schauen, das ist der Flyer sozusagen der Beratungsstelle, die in Frankfurt im Gewerkschaftshaus sitzt. Der fängt an mit Willkommen, welcome, bun venit, vitami. Und mein Kyrillisch ist noch nicht so gut, aber ich nehme an, das steht Dobre Dojli, das ist bulgarisch. Das finanziert das Hessische Sozialministerium mit, meine sehr verehrten Damen und Herren, weil wir der Auffassung sind, dass wir an dieser Stelle auch die Gewerkschaften unterstützen müssen, dabei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die nicht bei ihnen organisiert sind, in die Lage zu versetzen, sich zu wehren, wenn sie unfair behandelt werden. Daher auch das Wort faire Mobilität. Meine sehr verehrten Damen und Herren, letzter Punkt. Das Allerwichtigste, was passiert ist in diesem Bereich, hat hier keiner erwähnt. Vor drei Wochen hat man sich auf europäischer Ebene über eine Neufassung der Entsenderichtlinie verständigt. Dort hat man sich unter anderem darauf verständigt, dass in Zukunft das Prinzip gelten soll, gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort. Und zwar nicht nur im Baubereich, sondern auch in Bereichen, in denen teilweise noch ganz andere Zustände herrschen, Stichwort Pflege, Landwirtschaft, aber auch beispielsweise Schlachtereien. Und es ist ebenfalls dort zu sagen, es ist eine Einigung zwischen Europaparlament, Ratspräsidentschaft und EU-Kommission, sich darauf verständigt worden, in Zukunft Entsendungen zu befristen, das heißt, sozusagen, sie nicht ewig zu ermöglichen. Das wird noch viel Kampf werden, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das wird noch viel Kampf werden, weil die Erhaltung, die Polen, Rumänien und Bulgarien dazu haben, ist eine ganz andere als die, die vielleicht wir haben. Aber ich glaube, dass für die Frage von fairen Arbeitsbedingungen in ganz Europa diese Frage 100-mal entscheidender ist, ohne uns jetzt geringschätzen zu wollen, als die Frage, wie viele Aufträge das Land Hessen oder Kommunen in Hessen vergeben, weil das am Ende dafür sorgt, dass es für alle faire Bedingungen gibt, egal in welchem Bereich und übrigens auch egal in welchem Land. Deswegen haben wir noch viel zu tun, meine sehr verehrten Damen und Herren. Einfach ist es nicht, aber der Gesetzentwurf der Linksfraktion hilft uns da nicht weiter. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Frau Kollegin Wissel hat sich von den Linken zu Wort gemeldet. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich habe mich noch einmal zu Wort gemeldet, weil ich einfach ein paar Dinge hier nicht so stehen lassen möchte. Deswegen möchte ich zu ein paar Punkten noch einmal Stellung beziehen. Angefangen bei Ihnen, Herr Minister, Sie haben gesagt, die vergabespezifischen Mindestlöhne, das ginge nicht, das gäbe einen Flickenteppich, das könnte man nicht machen. Ich will Ihnen nur sagen, es gibt ja, landesspezifischen, vergabespezifischen, ja, auf Landesebene schon, ja, ich habe es richtig verstanden. Das könnte man nicht machen. Ich will Sie darauf hinweisen, dass es drei Bundesländer gibt, die einen Landesmindestlohn, also einen vergabespezifischen Mindestlohn in ihren Vergabegesetzen haben. Das ist Berlin, das ist Schleswig-Holstein. Und Frau Schwesig hat das jetzt, glaube ich, also zumindest angekündigt, dass die Koalition in Mecklenburg-Vorpommern, ich glaube, es noch nicht eingeführt, aber das auch machen wird. Weil da geht es ja gerade auch um den Schutz von Menschen, die in Bereichen arbeiten, wo eben die Gewerkschaften schwächer sind, wo die Tarifbindung abgenommen hat. Und deshalb gibt es das sehr wohl. Und das ist ja offensichtlich auch möglich. Und man muss natürlich sagen, dass wenn wir jetzt hier in Hessen auch gerade über den Bereich des Baus reden, oder über die Tariflöhne im ÖPNV, dann sind das ja in der Regel Löhne, die ohnehin über 12 Euro liegen. Ja, das muss man ja auch sagen. Es geht um Bereiche, wo die Tarifbindung abgenommen hat. Dann zum Thema Schwellenwert. Herr Minister, beim Schwellenwert, die EU schreibt doch fest, ab wann ausgeschrieben werden muss. Aber sie schreibt doch nicht fest,
dass man nicht auch Niedrigeres festlegen kann. Genau das haben andere Bundesländer doch auch gemacht. Wir haben doch niedrigere Schwellenwerte in anderen Bundesländern. Das haben wir doch bei der Anhörung zu Ihrem Vergabegesetz auch gehört, dass gesagt wurde, in anderen Bundesländern gibt es eben 500 Euro einen Schwellenwert, der festgelegt wurde. Also von daher selbstverständlich können Länder hier niedrigere Schwellenwerte festlegen, weil wenn man 10.000 Euro festlegt, wie das im Vergabegesetz ist, dann weiß man halt, dass 80% der Aufträge faktisch damit überhaupt nicht berücksichtigt sind, weil 80% der Aufträge eben unter dieser Schwelle liegen. Weil Sie das jetzt angesprochen haben, Herr Minister, die haben gesagt, die 100.000 Euro Schwellenwert, die damals hochgesetzt wurden beim Konjunkturpaket, dass die sich bewährt hätten. Da fiel mir doch noch einmal für eine Sekunde ein, die wütenden Reden des Kollegen Kai Klose, der damals als Grüner vor Korruptionsgefahr und sonst was vollkommen zu Recht gewarnt hat. Kai Klose war derjenige, der am meisten gegen dieses Hochsetzen der Vergabegrenzen damals hier argumentiert hat. Er hat vollkommen Recht gehabt. War mir nicht klar, dass die GRÜNEN an der Stelle ihre Position auch geräumt haben. Aber man gibt ja immer weitere Fälle. Die Frage der Prüfbehörde. Frau Kollegin Barth hat da ja eine ganze Menge Richtiges dazu gesagt, auch zu dem Problem der mangelnden Personalausstattung. Offensichtlich sieht ja auch die FDP, dass hier durchaus Handlungsbedarf ist. Deswegen muss hier etwas passieren. Da habe ich überhaupt nichts von Ihnen gehört, was da passieren sollte. Herr Kasseckert, Sie haben gesagt, berufliche Berufsausbildung hat in einem Vergabegesetz nichts zu suchen, so sagten Sie es. Herr Kasseckert, ich will Sie nur darauf hinweisen, Berufsausbildung steht in Ihrem Vergabegesetz. Also, ich hätte einfach die Bitte, lesen Sie Gesetzentwürfe, die mittlerweile sogar in Kraft sind, weil in Ihrem Vergabegesetz, § 3, steht die Berücksichtigung, nein, es ist kein Entwurf, es ist ein Gesetz, richtig, Kollege Frömmrich, vielen Dank, wenn Sie etwas Sinnvolles sagen, nehme ich es gerne auf. Es ist ein Gesetz und kein Entwurf. Die Berücksichtigung der Erstausbildung steht hier drin, steht übrigens auch drin, die Verwendung von fair gehandelten Produkten. Wie soll man das noch einmal kontrollieren, haben Sie eben aufgerufen. Aber auch die besondere Förderung von Frauen haben Sie alles reingeschrieben in Ihren Gesetzentwurf. Sie kümmern sich nicht darum, ob es eingehalten wird. Ich frage mich nur, wenn man das alles überhaupt nicht kontrollieren kann und das alles so ein Quatsch ist und man die Erstausbildung da nicht reinschreiben soll und die Frauenförderung und die ökologische Vergabe, wieso schreiben Sie es dann überhaupt rein? Aber das ist doch, also es reinzuschreiben und dann nicht zu kontrollieren und dann zu erzählen, es gehört nicht ins Vergabegesetz. Das finde ich ein bisschen Quatsch. Dann seien Sie wenigstens so konsequent und ehrlich und nehmen Sie es raus. Weil wenn es da nur aus kosmetischen Gründen drinsteht, können Sie es auch direkt streichen, Herr Kasseckert. Herr Lenders hat davon gesprochen, dass es ein Eingriff in die Unternehmensphilosophie sei. Ich sage einmal, Herr Lenders, Tarifflucht und Hungerlöhne, das ist keine Philosophie, sondern es ist ehrlich gesagt eine Sauerei. Deswegen finde ich, sollte man Unternehmen auch gegen Unternehmen vorgehen, die Tarifflucht betreiben. Das hat nichts mit Unternehmensphilosophie zu tun. Und deshalb, Frau Kinkel hat gesagt, also ich will jetzt einmal dahingestellt lassen, ob ein Gesetzentwurf der Regeln für Ausschreibungen, also für den Markt regelt, ob das jetzt ein sozialistisches Gesetz ist, seinem Wesen nach, will ich jetzt einmal dahingestellt lassen, weil das regelt, wie gesagt, Ausschreibungen. Ich will nur sagen, was Sie alles als nicht durchsetzbar beschrieben haben, ist in anderen Bundesländern eben auch Realität. Und dort kann es umgesetzt werden. Wir haben ja viel fortschrittlichere Vergabegesetze als in Hessen. Und deswegen, Herr Minister, ich verschließe mich klugen Ratschlägen nicht. Sie kennen mich. Wir sind kompromissbereit. Aber Frau Kollegin, Sie müssen zum letzter Ende Satz. Wir wollen Verbesserungen für die Beschäftigten durchsetzen. Wenn hier alle sagen, wir haben ein Problem auf dem Bau und manche sogar von kriminellen Machenschaften reden, wir haben etwas eingebracht, wie wir glauben, dass man es ändern könnte, dann machen Sie bitte Vorschläge, wie wir die Kolleginnen und Kollegen insbesondere beim Bau vor solchen Dumpinglohnen schützen. Weil von Ihnen habe ich keine konkreten Vorschläge gehört, wie Sie es denn ändern wollen. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Deshalb stelle ich fest, dass die erste Lesung gehalten wurde. Wir überweisen zur zweiten Lesung den Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE, Drucksache 19/6166, in den WVA. Wir treten damit in die Mittagspause ein. Wir sehen uns wieder um 15:45 Uhr.